So, moin und herzlich willkommen hier zu Let's Play Final Fantasy 8. Ja, ich bin beim letzten Mal draufgegangen, ich muss hier alles neu machen, ja. Diesmal werde ich das aber nicht versuchen, ihn zu töten. Weil das so gesehen keinen Zweck hat und wir sind zu schwach. Also, Kuazoki ist zu schwach. Von daher werde ich kämpfen, versuchen natürlich auch zu flüchten. Und nicht mehr und nicht weniger. Aber man kann ihn besiegen, so viel steht fest. Also steht außer Frage, also man kann ihn auf jeden Fall besiegen. Und ich sehe gerade, ich habe noch nicht Sirene gedroppt, gekoppelt. Werde ich gleich mal machen. Aber hier am effektivsten ist es natürlich mit dem GF anzugreifen, weil die am meisten Schaden machen. Aber das habt ihr ja im letzten Part schon gesehen, oder vorletzten. Oh Mann. Dementsprechend werde ich sie erstmal gleich blocken. Ist egal. Ich brauche ihn gar nicht anfeuern. Wir wollen ihn nicht besiegen. Wir wollen ihn nur zum Boden kriegen. Wir wollen ja einfach nur flüchten. Der ist ganz schön stark auf diesem Mal. Ja. Ja. Das Blöde ist halt, dass er sich halt komplett regenerieren kann. Erst 20, dann 60, dann 80%. Und das ist halt immer so eine blöde Sache. Gerade die GFs kriegen keine AP, kein gar nichts, wir natürlich auch nicht. Und ja, es ist natürlich ein bisschen blöd. So, habe ich das schon bei ihr eingestellt, was sie lernen soll? Körper, HP, GF, nein. Du lernst natürlich anfeuern als erstes. Und los geht's. Bam, bam, bam. Da läuft ja immer noch. Wir haben keine Zeit. Los. Ja, mir ist es jetzt auch ehrlich gesagt egal. Ich werde einfach weiterlaufen. So wenig wie möglich. Oh, Scheiße. So wenig wie möglich kämpfen wollte ich schon sagen. Aber jetzt bin ich an den Kampf reingelaufen. Weil ich ein bisschen zu langsam war. Also wie gesagt, auf der Brücke kann man ihn zerstören. Nur halt, dass er sich wieder heilen kann, ist halt ein bisschen blöd in dem Sinne. Ich frage mich gerade, warum ich draw. Ich weiß doch, was ich kriege. Oder dass er besser gesagt, dass er Protest hat, das wusste ich doch. Ärgere ich mich nicht drüber. So was kann passieren. Ah. 23 Minuten haben wir noch. Soll ich das wieder finden? Nein, ich lasse das lieber. Ist mir ehrlich gesagt zu riskant, dass ich das wieder nicht schaffe oder das wieder ein paar Wechsel hauen. Ist halt dann blöd. Hätte ich vorher noch ein bisschen unten trainieren sollen, bevor ich zu Beach und Verge raufgegangen bin. Hätte ich noch ein bisschen unten trainieren können. Aber nun ja, ist jetzt egal, wir machen das. Wäre natürlich auch geil gewesen, da wo man der Oberstand. So abgesehen hätte, dass das Schiff ablegt und wir. Nein, wir sind alleine, Hilfe! Aber dann hätte ich das Monster richtig kommen, dann wäre ich durchgerannt.
Wäre es mir egal gewesen, wie lange der Kampf gedauert hätte. Flucht nicht möglich. Ja, flüchten können wir nur, wenn halt er auf dem Boden ist. Und tschüss. Los, abhauen. Jetzt kommt er wieder. Wir dürfen wieder kämpfen. Also ich habe Blödsinn, ne? Man kann sich denken, dass er jedes Mal, wenn wir ihn neu antreffen, wieder neue Leben hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lust und Laune hätte ich ja schon, ne, das ihn wieder zu besiegen. Weil es halt die Gefahr groß ist, dass ich wieder draufgehe. Ist halt schade. Obwohl, ich könnte jetzt ja nicht die Ausnahme machen. Wäre eine Möglichkeit, dann würde ich das nicht sehen. Oder nicht nochmal auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Das werde ich machen. Bald aber aus dem Kampf hier gleich wieder. Ja, würde ich sagen, wenn ich ihn entweder besiegt habe oder halt an der Stelle bin, wo wir vorhin draufgegangen sind. Bis gleich und tschüss. So, ich habe es wieder natürlich nicht geschafft. Das war doch ein bisschen härter wie gedacht. Ich dachte, ich schaffe das. Aber diesmal war er noch krasser. Also ich habe ihn diesmal noch weniger abgezogen, sag ich mal. C-Trupp, Rückzug. Da da da, kommt was. C-Trupp, Flucht. Natürlich werden wir speichern hier. Schade, eigentlich kommt da noch ein Video. Ach, fuck, Mist. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Normalerweise kommt da noch ein Video, wie er denn da halt durchbricht und durchläuft. Ja, ist jetzt halt ein bisschen schade. Mal gucken, ob ich das dazwischen bauen werde. Dann werdet ihr das jetzt noch einmal sehen.
So, wie war's? Sie haben mich nur behindert. Es ist nicht leicht, ein Truppenführer zu sein. Ordnung? Gute Arbeit. Wo ist Cypher? Los, zum Garten, solange es noch hell ist. Nutzt eure freie Zeit. Das war's dann für heute. Okay. Okay. Yeah. Schon wieder dieser Arsch. Er denkt nur an sich. Es hilft nichts. Lass uns zu Fuß gehen. Ja, in dieser Stadt hier wohnt Cell eigentlich. Also seine Mutter auf jeden Fall. Hier kann man auch die Karte Cell kriegen. Also von Cell. Hier haben wir so ein kleines Hotelchen. Mit einem Drawpunkt meine ich. Eine alte Timbermaniacs gefunden, gelesen. Ja, wenn ihr euch daran erinnern könnt, haben wir noch eine Zeitschrift gefunden gehabt. Und zwar eine Waffenausgabe. Die müssen wir natürlich auch finden, damit wir neue Waffen bauen können. Können wir mal gucken. Item. Da, Waffenmerz. Ja, da haben wir noch die ersten Dinger, sag ich mal. Halt hier, der Revolver, Metallknöchel. Halt noch so die Anfangssachen. Wir müssen natürlich alle Zeitschriften finden. Und das sind nicht gerade wenig, da man ja natürlich alle Waffen haben möchte. So, Cells Mutter wohnt hier vorne. So, hier haben wir noch einen Drawpunkt mit Blitz. Ja, natürlich darf Sophie ziehen. Nee, Selfie meine ich. Wie komme ich noch auf Sophie jetzt? So, dann wollen wir natürlich raus aus der Stadt und Richtung Garten. Aber ich würde sagen, ja, okay, dass ich den Part an dieser Stelle hier beende. Nach dem Kampf natürlich. Bam! Oh, zu früh. Shit. Egal, halb so wild. So, das war's dann auch wieder von mir und meinen drei Männern hier. Howdy ho und tschüss!